Hallo, in diesem Video möchten wir euch den Vernuftig Luftreiniger von IKEA vorstellen. Fangen wir mit den Basics an. Das gute Stück kostet 49,99 € und ist in Farben Schwarz und Weiß verfügbar. Die Front ist immer, wie ihr hier sehen könnt, grau. Was diesen Luftfilter grundsätzlich so interessant macht, ist zum einen der Einstiegspreis von, wie gesagt, 49,99 € und zum anderen die Tatsache, dass die Ersatzfilter ebenfalls relativ günstig sind mit 9,99 € für den Gasfilter und 4,99 € für den Partikelfilter. Im Lieferumfang sind neben dem Luftreiniger selbst ein Gasfilter und ein Partikelfilter enthalten, sowie das Stromkabel und ein Gestell, mit dem man ihn hinstellen kann, sowie einen Strap aus Stoff, den man oben installieren kann, zeigen wir euch gleich noch. Vor der Inbetriebnahme muss man den Stoffsichtschutz vorne einmal entfernen, die beiden Filter aus ihrem Plastik entfernen und dann wieder einsetzen. Wenn man den Luftfilter nicht an die Wand schrauben möchte, sondern hinstellen möchte, muss man diese kleinen Beinchen da noch installieren. Das ist aber ganz einfach und geht schnell von der Hand. Fertig zusammengebaut sieht das Ganze dann so aus. Im letzten Schritt muss man nur noch das mitgelieferte Netzteil mit dem am Luftreiniger befestigten Kabel verbinden, einstecken und dann kann es auch schon losgehen. Wenn man möchte, kann man dann noch diesen Tragegriff installieren, entweder weil man den Luftreiniger öfter mal durch die Gegend tragen möchte oder einfach als Designelement. Ich spreche jetzt in Zimmerlautstärke. Das ist Stufe 1. Kaum wahrnehmbar. Stufe 2. Durchaus hörbar. Und Stufe 3 ist tatsächlich ziemlich laut. Dürfte definitiv beim Fernsehschauen oder im Büro oder so stören. Aber wenn starke Verschmutzungen da sind, wird man wohl mal auf Stufe 3 zurückgreifen müssen. Stufe 2, wie gesagt, hört man deutlich, aber ist im Rahmen. Und ich denke, auf Stufe 1 kann man ihn durchaus den ganzen Tag laufen lassen. Sollte auch im Schlafzimmer nicht zu sehr stören. Nachdem wir das mit der Lautstärke geklärt haben, nun als letzten Punkt noch, man kann das gute Stück auch an der Wand befestigen. Das ist auch ganz einfach. IKEA liefert hierfür eine passende Bohrschablone mit, die man einfach nur an die Wand halten muss. Löcher bohren, zwei Stück und dann kann man den vernünftig anhängen. Bei der Kabelführung hat IKEA gut mitgedacht. Es gibt einmal die Möglichkeit, wenn er so steht wie hier im Bild, das Kabel nach unten rauszuführen. Oder wenn man ihn an die Wand hängt, hier seitlich in dem Fall, kann das Kabel auch ausgeführt werden. Da es nichts weiter zu dem vernünftig zu erklären gibt, kommen wir nun auch schon zum Fazit. Grundsätzlich, wer einen günstigen Luftreiniger sucht, der den ganzen Tag auf einer Stufe laufen soll, sollte hier genau richtig sein. Was wir persönlich nicht so gut finden, ist, dass es keinerlei Sensor gibt, der erkennt, wie die Luftverschmutzung ist und entsprechend die Geschwindigkeit einstellt, so wie es eigentlich jeder andere Luftreiniger auf dem Markt macht. Entsprechend gibt es auch keine optischen Hinweise und eine App gibt es natürlich auch nicht. Seit kurzem hat IKEA den hier im Bild zu sehenden Windrichtning im Angebot. Das ist ein Luftqualitätssensor, der PM2,5 Partikel analysiert und einem mit einer farbigen Skala, also wie bei einer Ampel, rot, gelb, grün, anzeigt, wie die Luftqualität ist. Allerdings braucht man hier auch noch ein USB-Kabel und ein Netzteil dazu, falls man das nicht eh schon zu Hause hat. Und mit einem Gesamtpreis von 60 € ist man dann auch schon fast in der Region, in der man zum Beispiel einen Xiaomi 3H kaufen kann, der automatisch die Geschwindigkeit einstellen kann, der einem Informationen zur Luftqualität gibt und der auch eine App steuert. Hat.